Ein Kurs in Wundern ist ein spirituelles Lehrwerk, das in den 1970er Jahren veröffentlicht wurde, geschrieben von Helen Schuckman mit Hilfe ihres Kollegen William Thetford, behauptet das Buch, die Worte von Jesus Christus zu übermitteln. Es ist in drei Teile gegliedert: das Textbuch, das Übungsbuch für Schüler und das Handbuch für Lehrer. Diese drei Teile arbeiten zusammen, um ein umfassendes spirituelles Framework zu bieten, das darauf abzielt, Frieden und Heilung in das Leben der Leser zu bringen. Der Hauptkern des Kurses besteht darin, dass alle äußeren Erfahrungen und Wahrnehmungen Illusionen sind, die das Ego erzeugt. Indem man die Welt durch die Augen der Vergebung sieht, kann man lernen, diese Illusionen aufzulösen und den inneren Frieden zu finden. Ein Kurs in Wundern schlägt vor, dass wahre Vergebung die Wahrnehmung dessen ist, was mit der geistigen Realität vereinbar ist, anstatt mit den physischer Wirklichkeit. Es lehrt, dass Vergebung der Schlüssel zur Transformation und Erlösung ist. Das Textbuch des Kurses legt die theoretischen Grundlagen dar, indem es Konzepte wie das Ego, den Heiligen Geist und die Illusionen des Getrenntseins erläutert. Es ist sehr umfangreich und setzt voraus, dass der Leser sich aktiv mit den Inhalten auseinandersetzt, um die tiefen spirituellen Wahrheiten zu verstehen. Es nutzt Metaphern und poetische Sprache, um spirituelle Lehren zu vermitteln, was es manchmal als Herausforderung erscheinen lässt, jedoch auch tief inspirierend ist. Das Übungsbuch für Schüler besteht aus 365 Lektionen, die die Schüler dazu anregen, jeden Tag eine neue spirituelle Perspektive zu üben. Diese Lektionen führen zu einem inneren Wandel, indem sie praktische Übungen bereitstellen, die dabei helfen, alte Denkmuster zu durchbrechen und eine neue Denkweise zu entwickeln. Jede Lektion baut auf der vorherigen auf und verlangt von den Schülern, geduldig und diszipliniert zu sein, während sie sich durch den Kurs arbeiten. Das Handbuch für Lehrer richtet sich an diejenigen, die den Kurs in ihrem täglichen Leben anwenden und anderen bei ihrem spirituellen Wachstum helfen möchten. Es bietet klare Anweisungen und Ratschläge, wie man die Prinzipien des Kurses an andere weitergeben kann. Durch die Lehren des Handbuchs können Lehrer und Schüler lernen, wie man auf eine Weise lehrt und lernt, die spirituelle Heilung fördert und den inneren Frieden unterstützt. Zusammen bietet ein Kurs in Wundern einen spirituellen Weg, der tiefgreifende Veränderungen im Denken und Fühlen anregt. Es ermutigt die Leser, sich von den Illusionen des Egos zu lösen und durch Vergebung und Liebe zu einem tieferen Verständnis der spirituellen Wahrheit zu gelangen. Indem man die Prinzipien des Kurses in das tägliche Leben integriert, kann man die Welt mit anderen Augen sehen und eine alles umfassende innere Ruhe finden. Der Weg zu Wundern liegt in der bewussten Entscheidung für Liebe und Vergebung in jedem Moment.